So, jetzt rennen. Raus, raus, raus. Gucken. Okay. Nein! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ich euch auch in der dritten Folge begrüßen darf. Ja, was machen wir denn heute Schönes? Als allererstes mal möchte ich mich ein wenig rüsten, weil... Oh, ich habe noch Fotos gemacht. Sorry. Und zwar hätte ich gerne ein bisschen Kupfer, ein bisschen Zinn. Hier müssen wir auch noch massenweise Kupfer drin haben, genau. Haben wir natürlich wieder 600.000 Barren, das wird sich dann auch erledigt haben, sobald ich endlich irgendwann mal einen Macerator habe. So, und zwar hätte ich gerne einen Helm. Eine Hose. Und Schuhe. Hey, wer hätte es gedacht? Okay, so, genug Bronze. Ziehen wir den ganzen Quatsch mal an. Einfach nur, um ein bisschen besser geschützt zu sein. Ich meine, ist ja schon ganz gut, oder? So, und eigentlich würde ich heute ganz gerne noch ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Erstmal würde ich die Äxte gerne noch verhauen. Da werde ich mir auch gleich noch eine machen aus... Ach komm, nehmen wir Bronze. Gleich mal zum Ausprobieren, ob die Bronze-Sachen ordentlich eingetragen sind. Und ich würde eigentlich gerne mit... modmäßig mit dem Thema Mystcraft anfangen, weil da gab es die meisten Fragen zu. Und dafür brauchen wir Tinte, eine Kuh und Federn. Das heißt, mit einer Kuh werden wir wahrscheinlich nicht hinkommen, aber ein paar Kühe sollten es dann doch machen. Ein bisschen Leder, ein paar Hühnchen. Ach ja, und mit den Bienen beschäftigen wir uns ein bisschen später. So, ja. Ach, ist ja cool, ich habe hier ein Birkenwäldchen, dann kann ich mir ja gleich Birkenholz besorgen. Also es ist auch eins der Extra-Biomes, wie man sehen kann. Oh, sehr schön, da ist auch Papier für uns. Ach, ist ja bombastisch. Und da ist Tinte. Ach, das geht ja alles schneller als gedacht. Vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich mal in einer Folge ein Ziel zu erreichen. So, einmal Tinte. Nehmen wir mal zwei, dreimal mit. Ein bisschen schwarze Farbe kann immer nicht stören. Oh. Oh, verdammt. Hier sollte ich natürlich, wenn es geht, nicht untergehen. Ah, Lehm können wir hier auch holen. Mensch, es ist ja... Als ob ich den Seed ausgesucht hätte. Und diesmal habe ich es wirklich nicht. Sehr schön. Bisschen den Hunger stillen und jetzt noch... Ich glaube, hier unten ist eine richtig fette Höhle drunter. Naja, mit fetten Höhlen und so, ne? So... Und ja, ich werde jetzt mehr laufen, dadurch, dass es auf hart, beziehungsweise auf normal gestellt ist, verbraucht sich alles etwas schneller. Wow. Okay. Also wir werden definitiv keine Höhlenprobleme haben. Und ich habe noch was gefunden. Oh, ich habe Holz bei einem Glück, ey. Es ist ja... Läuft wie am Schnürchen mit den Materialien. Ich werde wahrscheinlich gar nicht dazu kommen, was ich machen wollte, weil ich noch ganz andere Sachen finde, die ich brauche. Ich sehe das schon. So, dann erstmal hier gucken und hoffen. Natürlich nichts. Aber ein Setzling ist schon mal super. Da ist eins. Komm, komm her. Komm her. Komm her. Ja, sehr schön. Sticky Resin. Wir kriegen Kabel. Yay. Und noch ein Setzling. Ey, ist ja... Super Ding. Okay, hier ist nix. Und... Hier ist auch nix. Also, ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen. Ne. Gut, jetzt lassen wir die mal decayen und laufen mal hier ein bisschen durch den Wald. Achso, dann können wir gleich mal hier... Die Bronze-Axt schwingen. Yep. Funktioniert. Und schon wieder ein Achievement. Ja, super. Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ich glaube, die haben wir nicht eingetragen, genau. Ich werde die trotzdem mal runterhauen. Schön die Setzlinge und das Holz einsammeln. Man kann ja nie wissen. Ich überlege nur die ganze Zeit, ob ich die für meinen Let's Play eintrage oder ob ich mir den Stress lieber nicht mache, beziehungsweise ob ich das überhaupt möchte.
So. Tschuck. Jetzt müssen wir hier natürlich warten, ob die Blätter decayen. Na. Und noch ein Setzling. Da scheint wohl jemand beim Update an seinen Drop-Raten geschraubt zu haben. Ist bombastisch, weil wir brauchen Gummi ohne Ende. Wir brauchen so viele Kabel, gerade mit Gregtech brauchen wir so viele Sachen. Ach, ich möchte da noch gar nicht drüber nachdenken. So. Habe ich jetzt 4 Stück? 5 sogar. Boah. Das ist ja echt bombastisch. So. Noch ein bisschen hier und ein bisschen da. Hier sind überall Schafe. Vielleicht sollte ich mir gleich mal ein bisschen Wolle einheimsen. Schnipp, schnipp. Komm hier einmal zum Friseur, bitte. So. Und noch ein bisschen mehr Sugarcane. Ach. Papier werden wir auch ziemlich viel brauchen. Also auch wenn es nachher dann auf die interessanteren Sachen zugeht, wie Logistikanlagen und so. Wo ja alle schon gespannt drauf warten. Es dauert noch, ich sag's euch, es dauert. Es dauert einige Folgen. Und gerade, da ich die ja hier wieder im Einzel aufnehme und nicht in großen Stücken, aber ich glaube, das werde ich für später dann vielleicht auch noch anders machen. Mal gucken. So, und das noch. Gut, okay, jetzt aber nicht so viel aufs Holz konzentrieren, sondern mehr darauf, Kühe zu finden. Das wäre schon mal echt schön. Ich habe da drüben leider schon wieder einen Gummibaum gesehen. Das ist der Vorteil an einem Birkenwald, da können die sich nicht verstecken. Und eine Kuh? Nee, doch. Ha! Perfekt. So, dich nehmen wir mit. Ich habe doch gerade schon Sticky Red... Na, egal. So, tschuck, 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 tschuck. Und durch. So, und dann gucken wir auf dem Rückweg einfach... Geht die Sonne schon wieder unter? Oh Gott. Okay, also wir müssen nach Hause, aber ich würde gerne die Kuh mitnehmen hier. Also nicht mitnehmen, sondern insofern mitnehmen. Irgendwas anderes noch gedroppt? Nee. Und ich glaube, da war kein Leder dabei. Bin ich jetzt doof? Hat die gar nichts gegeben? Sehr merkwürdig. Schafe, Schafe, Schafe. Okay, jetzt bloß schnell nach Hause. Und den Spot hier merken. Oh Gott, das sind... Oh oh. Ich denke, wir werden uns mit ein, zwei Monstern auseinandersetzen müssen. Habe ich ja fast die... Oh ja, ich sehe schon die ersten. Ah, das gefällt mir gar nicht. Ja, na klar. Schieß mir in den Hintern. Nee, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Entschuldigung. Ich weiß schon, warum ich eine Rüstung anhab. Und dann laufe ich mit dem Steinschwert rum. Oh, ich bin ja so schlau. Oh, Traum. Ich versuche euch natürlich wirklich möglichst viel Eindrücke zu zeigen. Es kann sein, dass ich durchaus mal das eine oder andere übersehe, weil es für mich einfach schon zum Standard geworden ist. Wenn dem so sein sollte, wenn ich irgendwas nicht erkläre, was ihr gerne erklärt haben wollt, sagt mir einfach Bescheid. Ah, Faden, sehr schön. Und ich werde mich damit auseinandersetzen. Auf dem einen oder anderen Wege. Hallo Zombies. Ah, das sind die Standard-Zombies? Da ist ein Kopfloser dabei, okay. Es gibt auch noch andere Zombies, werdet ihr aber auch noch sehen. So. Nun komm schon, schwimm schneller, Junge, sonst ist die Nacht vorbei, ehe wir im Bett sind. So, ich hoffe ja ganz stark, dass bei mir nicht so viele Monster rumstehen. Dass wir vielleicht eine Chance haben, schlafen zu gehen. So, und hüpf, 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 hüpf. Ja. Und ins Bett. Ja, ein Glück. So ein Stückchen Kaffee. Ah, sehr schön. Packen wir mal das und das und das und das und das hier weg. Und ich brauche definitiv eine größere Kiste. Ach, verdammt.
Okay. Nehmen wir noch eine zweite erstmal. Holz haben wir ja ein bisschen was. Die packen wir dann hier hin. So. Die Sachen retten, die wir wichtig brauchen hier. Das und das und das. Vielleicht sollte ich das einfach in der Zeit hier wachsen lassen. Ja, ein bisschen Wolle weg. Das Birkenholz müssen wir auch nicht mitnehmen und das Rubberwood auch nicht. So. Sieht schon wieder etwas aufgeräumter aus hier. Okay, so. Und jetzt kommt Creeper und sprengt mich in die Luft. Na? Nicht? Okay. So. Sehr gut. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Papier nachher. Und ich möchte wieder zurück ins Birkenwäldchen. Jetzt renne ich doch. Naja, egal. Wir wollen ja auch nicht die ganze Folge irgendwie rumdümpeln, sondern es soll ja auch ein bisschen was passieren. Und alle warten ja, glaube ich, sehnsüchtigst darauf, dass Infocraft endlich mal was zu tun bekommt. Und nein, ich habe nicht vor zu sterben. So gar nicht. Okay. La la la, Blätter abhauen ist so toll. Ah, hier ist wenigstens ein Resin Spot, sehr schön. So, Holz noch weg. Okay, wunderbar. Und wieder ab in die Birken. So, und hier nochmal gucken. Tiefes Loch. Ah. Hm. Ist nicht. Okay. Ich dachte gerade schon, es wäre ein Spawner oder so. Okay, ab an Land. Schneller, schneller, schneller. Jetzt habe ich mir tatsächlich wieder kein Schwert gemacht. Ich sage, ich will die Spannung erhalten. So, eine Ananas. Hatten wir die schon? Ich glaube ja. Ich nehme sie erstmal mit. Der Nachteil an den vielen Objekten ist natürlich, das Inventar ist wesentlich schneller voll. Und was der nächste Nachteil ist, ich wusste nicht, dass in einem Birkenwäldchen Ananas wächst. Ich glaube, ich sollte mal in meinem Birkenwäldchen gucken. Realitätstreue. Yay. So, okay. Schafe, Schafe. Oh. Ach, verdammt, dass die aber auch überall rumstehen müssen. Ich sag, so ein Birkenwald hat schon seine Vorteile. Obwohl ich die ja jetzt eher an der Krone gesehen habe. Ich glaube, die lasse ich einfach auch stehen. Wir haben so viele Saplings. 5 Stück hatten wir. Ja. Ja, das reicht erstmal. Kann nicht groß rummeckern. Ja, hier ist. Okay. So, aber weiter, 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 weiter. Sind hier denn noch irgendwo. Oh, hier fängt ein Dschungel an. Na, klasse. Sieht ja cool aus. Also ich persönlich mag Extra Biomes. Ich glaube, ich spiele gar nicht mehr ohne. Das ist echt extrem genial gemacht. Komm, ich will hier hoch. Aber ich hätte trotzdem gerne noch ein bisschen Leder, bitte. Bitte, bitte. Keine Schweine. Schweine habe ich genug. Ich brauche Kühe. Ich hätte es vorhin nicht loben sollen, das Spiel. Ich hätte es nicht loben sollen. Ich hätte nicht sagen sollen, dass alles wie am Schnürchen läuft. Das war echt ein Fehler. So, in was für... Oh, 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 Hühnchen. Komm her, ich brauche deine Feder. Sehr schön. Und du auch noch. Und du auch noch. Und du. Gut, jetzt fehlen uns echt nur noch Kühe. Den können wir eigentlich losstarten. Hm. Oh, noch mehr Hühnchen. Ja, rennt nicht weg, es bringt euch sowieso nichts. Ich finde euch. Oh, diese schönen Lichtbugs, die ja schon seit 600 Jahren behoben sind. Cool. Was haben wir hier noch? Oliven? Okay, wir sind wohl in einem Olivenwald.
Und Salat gibt's auch noch. Also da können wir uns einen richtig leckeren Salat machen nachher. Trotzdem hätte ich gerne bitte... Wow, leck. Bitte noch Kühe. Bitte, bitte. Und keine Zombies. Das ist hier schon wieder unterhöhlt alles. Eine Kuh? Soll es echt gewesen sein? Oh, das ist auch wieder cooler Effekt hier. Ein nicht sichtbarer Wasserstaudamm. Na kommt, irgendwo wird doch wohl eine Kuh rumstehen. Oder vielleicht zwei. Oder noch eine tiefe Höhle. Verdammt. Wie weit sind wir von zu Hause weg? Boah, 600 Meter. Dich nehme ich mit. Oder auch nicht. Habe ich den jetzt eingesammelt? Ah, bestimmt. Nein. Es ist noch einfach zu früh, wie ich merke es wieder. Ich sollte wirklich nicht morgens aufnehmen. Wow. Tschuck. So. Gucken wir mal, ob hier oben irgendwo Kühe sind. Weil hier hinten war ja vorhin eine. Rosen nehmen wir auch noch mit. Da besteht ja Tatsache die Chance, dass hier noch eine Kuh rumlungert irgendwo. Na, die Hühnchen lassen wir mal. Ich habe ja genug. Ja, ich habe einige, obwohl. Ach, wenn wir schon dabei sind, komm. Hier und ich auch. No. Und ich habe ein NPC-Dorf gefunden. Hooray! Wollt ihr mich verarschen? Okay. Nein, ich habe die hier nicht selber hingepflanzt. Nur gleich mal zur Info. Oh, habe ich das jetzt gerade nicht gesehen? Ist das gerade erst entstanden? Vor allem, ihr habt eine tolle Wasserstraße, Jungs. Ihr steht hier sowieso ziemlich unter Wasser. Du willst mir wieder Smaragd, okay. Aber ich, Morüben und so hatte ich doch eh schon mitgenommen. Ach ja, vielleicht haben sie ja irgendwo ein bisschen Leder. Komm. Warst du der mit Weizen? Ja, du warst der mit Weizen. Jungs. Das ist nicht euer Ernst, oder? So. Ja, ich habe den Weg gebaut. Bin ich nicht toll? Goldbarren für? Nö. Nee. Oh, Entschuldigung. Sag mal. Die hier jetzt ein Fan treffen oder was? Ich will auch keinen Smaragd gegen Brot ändern. Sollte ich jetzt einfach mal. Ach, ich bin jetzt mal eiskalt hier. Ich weiß nicht, ob die mich danach noch leiden können. Aber ich glaube, das ist denen egal. Ich brauche Bücher und die klaue ich mir jetzt einfach eiskalt. Und ich weiß, ich sollte dafür lieber die Axt nehmen. Einfach so die Bücher mitgenommen. Mann, bin ich fies. So, aber dafür brauche ich jetzt kein Leder. Und habe 21 Bücher. Immerhin. So, okay. C. NPC Dorf 2. In grün ist okay. Ja, ist toll, dass man hier so viele NPC-Dörfer findet. Die werden etwas häufiger generiert, kommen mir so vor. Ich würde es ja noch weiter erforschen. Ja, vielleicht sieht man ja die Schmiede so noch von außen. Schmiede, 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 Schmiede. Hallo? Ah, ich sehe sie nicht. Das ist ein normales Haus. Nee, sieht man nicht. Ich gucke gleich mal noch von Land aus. Aber ich glaube nicht. Und noch mehr Trauben. Nee.
Und wir müssen zwingend nach Hause. Jetzt habe ich es schon wieder voll überzogen mit der Zeit und werde wahrscheinlich jetzt doch noch drauf gehen so schnell. Mann. Aber wir haben Bücher. Auch wenn es nicht ganz fair ist, dass wir ihnen einfach die Bücherregale aus dem Haus klauen, aber mein Gott. Man muss sich halt zu helfen wissen, ne? Und ich glaube, so brauche ich Leder jetzt erstmal auch nicht. Das passt da so ganz gut. Ich will euch ja nur noch was zeigen. Aber wie schnell die Zeit schon wieder vergeht. Ich merke es beim Aufnehmen total. Ich muss ja dann demnächst auch los. Keine Panik. Ich komme schon noch zu einem Ende der Folge. Zumindest vorausgesetzt, ich sterbe jetzt hier nicht 15 Mal oder so. So, da müssen wir hin. Ich überlege gerade. Ah ne, ich möchte mir jetzt kein Boot bauen. Gehen wir mal hier außen lang. Hier sind bestimmt keine Monster. Nein. Die warten bestimmt nicht am Ufer auf mich. Nee, du willst mich verarschen, oder? Dich lasse ich jetzt stehen hier. Ach, Quatsch. So. Blödes Vieh. Der hat uns die ganze Zeit verarscht. Aber hat auch nur Fleisch gedroppt. Und warum ich hier so wild rumschlachte, werdet ihr auch noch in Erfahrung bringen. Hallo. Weil theoretisch wäre es ja sinnvoller, die Viecher aufzuheben. Oh. 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 Achso, der Zombie hier ist übrigens ziemlich arschlos. Da gibt es noch so einen kleinen Design-Bug. Da unten ist das Gesicht, wenn man es sehen kann. Und er hat ein Gehirn fallen lassen. Als ob Zombies Gehirne hätten. Naja. So, haben wir noch irgendwas Wichtiges? Ein Ei. Nein. Okay. Ab rüber. Vielleicht dabei noch was knuspern. Ja, also an der Textur war Drag dran. Und da haben die wohl irgendwas umgestellt an der Texturierung. Ist sehr witzig, weil jetzt haben wir einen, der hat seinen Hintern im Gesicht. Na komm, schneller, schwimm um dein Leben. Okay, keine Viecher. Oh doch, Viech. Nee, du. Wow, ihr wollt mich doch verarschen. Schnell. Nein, das sind Monster in der Nähe. Okay, also muss ich gegen die kämpfen. Verdammt. Okay, damit ich die nicht reinlasse aus Versehen. Na, erstmal hier möglichst viel noch in die Truhe stopfen, gerade die wichtigen Sachen, also Leder. Ach, da war der Leder. Bücher. Ich hatte bestimmt von der ersten Kuh auch ein Leder und hab's noch nicht gesehen. Erdbeeren. So, das und das und das. Und Sticky Resin. Ich weiß, es ist jetzt total gemischt, aber ist mir egal. Ich brauche Platz. Und ein Zombie-Gehirn. Gehirn. Ah, ich hab doch ein Eisenschwert. Ha! Jetzt seid ihr fällig, Jungs. Ihr seid sowas von fällig. Aber eigentlich wollte ich genau. Tschuck. So? Ja. Damit ich die Viecher nicht aus Versehen reinlasse. So, jetzt rennen. Raus. Gucken. Okay. Nein! Okay. Schnell schlafen. So, mal gucken, ob ich einen Albtraum habe. Nee, alles schick. Ey. Ihr blöden Drecksbiester, darauf habt ihr doch nur gewartet. Ja, stirb. Noch ein Gehirn. Das ist von den Angry Zombies. Das ist eine sehr lustige und sehr kultivierte Rasse. So. Ich repariere jetzt mal hier nur noch mal schnell ums Haus rum. Mann, sogar die Tür. Ah, schön. Zu wenig Erde. Super. Habe ich jetzt eine Tür? Nö.
Natürlich nicht. Lalala. Eine Tür bitte. Dankeschön. Die Druckplatte haben sie gleich wieder weggefetzt. Sauerei. So. Ich brauche noch ein bisschen mehr Erde. Oh, da haben wir ja viel. Naja, zumindest genug für eine Tür. So. Ah, die Tür sieht aber hier blöd aus. Tschak. Komm her. Oh Mann. Dich brauche ich und dich brauche ich. Und dann kommst du hier und hier hin. Lass mal nach unten ziehen. Naja. Ich brauche keinen Eingang für mein Haus. Ich komme da einfach so durch. Nee, später vielleicht mit Thorncraft ist es Tatsache möglich. Okay, bauen wir uns eine Treppe aus Holz. Komm. So. Okay. Und Tür. Und zu. Okay. Jetzt können wir noch das machen, was ich versprochen hatte. Dafür brauche ich ein Tintenfässchen und eine Feder. So, klack, 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 klack. Ein Tintenfass oder umgedreht? Ne, passt. Ein Writing Desk, yay. Der kommt mal einfach eiskalt hier in die Ecke. Okay, was macht man mit einem Writing Desk? Ja, Bücher schreiben. Okay, als allererstes bräuchten wir allerdings noch ein Notebook. Ich bin mir da nicht so ganz schlüssig, wie das gecraftet wird. Das mache ich im Normalfall nicht. Na klar, ein Haufen Papier. Ist ja logisch. Dim. 9 Stück brauchen wir da. Dieses Notebook ist im Grunde dafür da, unsere Ergebnisse zu speichern. So, das heißt, das kommt hier rein. Da kann dann alles reingeschrieben werden, was wir so an schönen Mystcraft-Welten erstellen. So, dann brauchen wir ein Buch. Machen wir mal 4 Stück erstmal und 2 Federn. So, wichtiger Punkt, bevor ihr jemals mit Mystcraft anfangt, habt immer ein Linking Book dabei. Das führt euch nämlich zurück. Linking Bücher erstellt ihr, indem ihr ein Buch hier oben reintut und ihr seht, ihr bekommt ein Linking Book, was euch dahin führt, wo ihr gerade seid. Das heißt, genau in der Position kommt ihr wieder an. Da werde ich mir jetzt noch ein zweites von erstellen. So. Und dann kann man die ganzen auch noch als Descriptive Bücher erstellen. Da macht man einfach eine Feder daneben und bekommt hier dieses beschreibbare Buch. So. Ist an sich noch nicht so wichtig. Ey, wir haben hier gar keinen Platz für sowas. Okay. Dann braucht ihr noch, was zwar nicht zwingend notwendig ist, aber sicherlich sehr hilfreich, sind Lectern. Das sind so eine Art Bücherständer für unterwegs. So. Oder auch für zu Hause, ist egal. So, und jetzt machen wir einfach mal, jetzt stelle ich mir mal hier so ein Ding hin. Ist ja nicht voll genug bei mir. Und ein Lectern, wie ihr seht, das ist so ein liegender Bücherständer. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal. Ah ne, ich muss ja noch eins mitnehmen. Wir brauchen ja noch eins. So, dann nehme ich mir mal zum Beginn dieses nette Büchlein hier. Das ist ja ein Descriptive Book. Das legt man hier hin. Bitte nicht auf den Boden legen. Die Dinger sind anfällig für Schäden und, ich demonstriere es euch gleich noch. Auf jeden Fall könnte das arge Probleme bereiten, weil ihr dann die Welt verliert. Das wollte er ja teilweise nicht. Gut, jetzt kann man hier reingucken und hier ist erstmal nichts. Also H3, warum eigentlich H3? Ich verstehe es immer nicht. Ist das andere H1? Ne, wo ist H1? Verdammt. Ach so, H1 bin ich. Haha, okay. Wir haben ein Linking Book, wir haben ein Lectern für da, wir haben was zum Aufstellen fürs Lectern. Okay, dann würde ich sagen, gute Reise. So, das dauert jetzt immer ein bisschen. Man hat so früher den Falleffekt gehabt, heute sieht man halt schon mal so ein bisschen den Himmel. Bei meinem Glück komme ich eh gleich auf einer Flatmap raus. Ne. Okay, und ich habe mir gerade echt Glowstone gekauft. Oh, verdammt. Hier gibt's Blitze. Sieht jetzt erstmal relativ crazy aus. Logischerweise. Aber die Welt, die kann ich nicht mal zerstören. Die muss ich behalten.
Okay. Wir haben Mycelium. Nein, keine Ghasts. Okay. Jetzt habe ich den ersten Nachteil gerade gehört. Gut, und da ist der nächste Nachteil. Die ist aufgeladen, die Welt. So, also wie ihr seht, ihr habt hier schön die Netherviecher. Ihr habt hier Netherstein. Also hier Glowstone. Mycelin. Oh, das ist ja echt, das ist ja eine richtig lustige Welt mal für den Anfang. Sonst lande ich immer auf einer Flatmap, wo es regnet und nichts zu sehen ist. Cool. So. Irgendwie hat er gerade hier keine Plattform erstellt, leider. Doch, hat er. Sieht man nur schlecht. So, diese Plattform hier, dieses 4x oder 5x5, 5x5 Ding, erstellt er immer an der Stelle, wo ihr rauskommt. Da kann man sich jetzt schön das hier hinstellen und baut sich hier ein Linking Book drauf. Man kann es auch einfach rechtsklicken und benutzen, ist aber doof, weil dann lässt man es hier einfach fallen. Dann legt man es lieber hier auf. Dann können wir zurückgehen. Tschack. Kommen halt da, wo ich das Linking Book erstellt habe, wieder raus. Und können jetzt hier reingucken. Da haben wir kleine Biome. Hier Mushroom, dieses Pilzzeug. Mountain Ridge, also so die Berge. Und Hölle. Super, Hölle ist immer klasse. Dann haben wir den weißen Sonnenaufgang. Beschleunigte Welten sind immer super, weil da wächst alles schneller. Den roten, oh, weißen und roten Sonnenuntergang, okay. Glowstone Crystals, habt ihr ja gerade gesehen. Die Standardlicht halt. Normales Wetter. Ewiger Dusk, das ist so na, neblig. Und Standard Terrain. So, jetzt nehmen wir das Buch hier raus, packen es ins Inventar und legen es hier rein. Dadurch schreibt er in das Notebook die drei Biome, den Biomtypen hier, das Lightning und so weiter und so fort. Und man sammelt quasi jetzt in dem Notebook hier alles und kann sich dann, wenn man jetzt ein normales Descriptive-Buch hier reinschreibt, kann man sich ein Buch erstellen. Möchte man natürlich noch nicht machen, weil wir noch ein bisschen rumexperimentieren wollen. Dieses Buch möchte ich jetzt allerdings umbenennen. In Pilzhölle. Hat den einfachen Vorteil, dass ich mir merken kann, dass das Buch ein gutes Buch war. So, das packen wir jetzt mal kurz hier mit rein. Weil da können wir uns nämlich Glowstone abbauen, ohne Ende, ohne in die Nähe zu müssen. So. Ich würde sagen, wir belassen es für diese Folge dabei. Bei der nächsten können wir dann noch ein bisschen weiterreisen, ein bisschen weiter rumexperimentieren. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, ihr fandet es lustig. Ihr wisst ja, Daumen rauf, Daumen runter ist eine super Bewertungsfunktion. Und auch über Kommentare freue ich mich natürlich. Gerade wenn es einen Daumen runter gibt, möchte ich natürlich wissen, warum. Ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.